Und so schaut Sandra aus, wenn sie in der Früh aufstehen muss. Es ist jetzt, Moment, 8. Ja, am dritten Urlaubstag. Das findet sie weniger gut als ich. Nein, ich finde es auch scheiße. Guten Aber Morgen. wir gehen Schuhe kaufen. Ja, wir gehen Schuhe kaufen, was mich ganz besonders freut. Warte, ich muss in meine Schuhe auch noch reinschlüpfen. Was machen wir heute? Mittwoch, dritter Tag, wo ich im Urlaub schon aufstehe, weil ich eigentlich gar nicht aufstehen will. Aber heute ist Autoservice angesagt. Ich muss heute unbedingt das Auto zum Service bringen. Und Sandra habe ich leider Gottes versprochen, dass wir noch Schuhe kaufen gehen. Das Schöne ist aber an der Sache, das freut mich letztendlich. Wir fahren auch zu meinem Bruder. Jetzt würdet ihr sagen, okay, was ist so interessant an meinem Bruder? Das Interessante an meinem Bruder ist, er ist Zahnarzt. Und Sandra hat heute einen Zahnarzttermin. Ja? Das wiederum finde ich jetzt ziemlich amüsant. So, gehen wir mal zum Auto. Ist ein scheiß Wetter heute. Ja, guten Morgen, News von AB Gaming. Wunderschönes Wetter. Naja, kommen wir uns mal ins Auto. So schaut es aus, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind Richtung Werkstatt. Und in Österreich ist es ja so, dass wir von Beginn an eine Rettungsgasse bilden müssten. Das heißt, sobald ein Stau ist, so wie da, müssten eigentlich die Leute ganz nach links fahren. Ja, ich zeige das mal bei mir. Ja, so. Also ganz knapp neben die Leitplanke. Und die auf der anderen Spur müssten ganz nach rechts rüberfahren, damit hier Rettungsautos durchkommen. Ja, das will ich sehen, wie da ein Rettungsauto durchkommt. Ja, das kann so ein kleines Matchbox-Auto vielleicht, aber dann war es das auch. Also insgesamt auf jeden Fall äußerst witzig. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Sandra sitzt neben mir mit wunderschönen kleinen Augen. Wir probieren es diesmal, wir haben diese Einstellung ja schon einmal gedreht. Ja, da hat sie gemeint, sie muss mir die Zunge zeigen. Wir probieren es ein zweites Mal. Hallo Schatz. Oh, welcher Lautstärke und welcher Begeisterung. Ja? Sitzt da und tut Facebooken. Das ist nämlich immer in der Früh auch ganz lustig, wenn wir normalerweise in die Arbeit fahren. Ich möchte das nochmal betonen, das ist der dritte Urlaubstag. Ja? Und am dritten Urlaubstag in Folge stehe ich irgendwann um 8 Uhr auf. Ja? Super. Das ist, ne, wurscht. In jedem Fall, wenn wir in die Arbeit fahren, ist das genau gleich. Genau ident, ja. Sitzt sie neben mir und das, was du siehst, ist entweder das Handy mit Facebook oder alternativ dazu eine schlafende Sandra. Kannst du mal eine Schlafgeste machen, damit man das auch herzeigen kann? Sie schüttelt den Kopf, ja. Also, einfach super angenehm, ja. Ich mit total vermüdeten Augen und sie schlaft halt einfach neben mir. Wir werden sicherlich noch mindestens 20 Minuten bis zur Werkstatt brauchen. Dort das Auto abliefern, dann in ein hoffentlich adäquates Ersatzauto steigen. Das heißt, von meinem A5 befürchte ich in irgendeinen kleinen Seat Ibiza oder irgend sowas. Mit dem Seat Ibiza dann zum Pitarello fahren. Für diejenigen Männer unter uns, die nicht wissen, was ein Pitarello ist. Und Gott, ich bin wirklich... Mach das nochmal. Mach es nochmal. Nein, jetzt brauchst du gar nicht grinsen, ja? Er hat sich ausgegrinst. Mach's nochmal. Es ist wie in der Zalando-Werbung. Wenn ich Pitarello sehe, ist... Ja, für die Männer unter uns, die nicht wissen, und ich beneide sie, ja, was ein Pitarello ist, das ist einfach ein riesengroßes Schuhgeschäft, ein italienisches Schuhgeschäft natürlich, ja, mit super billigen Schuhen. Eine riesen Schuhhalle. Eine riesen Schuhhalle? Das ist eine riesen Katastrophe für normale Menschen. Eine Fabrikshalle. Besser ausgedrückt. Es ist eine Katastrophe, ja. Und anstatt dass die auch wieder klug werden, so wie bei Primark oder sonst irgendwas, ja, das checke ich bis heute nicht. Die können sich super beliebt machen, indem sie einfach so eine Playstation-Ecke einrichten. Einfach mal hergehen und in irgendein Eck eine Playstation, eine kleine Sitzbank, da werden zwar viele Männer sitzen, aber das ist vollkommen wurscht und dann kann es gemütlich Playstation spielen. Dann kann die irgendwo rumlaufen, solange sie will, ist überhaupt kein Problem. Aber nein, ja, ich sitze dann wieder mit 10 Schuhkartons herum und so, ja, da warte, ich gehe noch. Ich gehe noch schön dorthin, ja, da war ich noch nicht, ja, und das geht stundenlang so, das ist eine milde Katastrophe, ja. Von Mackie habe ich auch nichts zum Frühstücken bekommen, weil Sandra nichts wollte, ja. Ja, jetzt sag den Zuschauern, wie es mich verhungern lässt, ja. Ich habe dich dreimal gefragt und deine Aussage, ja, ich brauche nichts. Das sind böse Gerüchte, ja, das kann ich so nicht bestätigen. So, wir sind jetzt gerade bei unserem Händler. Und da ist daneben das T-Mobile-Gebäude. Ja, ihr seht das da mal. Wunderschönes Gebäude eigentlich, richtig cool angelegt. Das ist übrigens dann unser Autohändler, beziehungsweise ich schwenke da mal rüber. Da Seat, deswegen, ich fahre zwar ein Audi, aber früher Seat und die Leute kenne ich recht gut. Deswegen machen wir im Prinzip alles über Seat. Und da stehen ein paar Autos rum.
irgendeines von denen werde ich dann wahrscheinlich kriegen, um da eine Probefahrt zu machen, offiziell, damit ich halt von A nach B kommen kann. Damit mein lieber guter Schatz zum Bitterreiter kommt. Ja? Auto? Und das ist der nette Herr, der mein Auto repariert, ja? Zum Bitterello oder willst du nicht? Ja, zum Bitterello, habe ich mir eh gedacht. Ja? So, wir haben gerade gefrühstückt bei Mackie. So einen wunderschönen McMuffin Bacon and Egg mit einem Orangensaft. Und ich habe es nicht entgehen lassen. Danach, und ich zeige das ganz kurz her, da haben wir es. Einen Schoko-Cookie-Frappé. Einen Schoko-Cookie-Frappé für mich. Und, ja, da sind sie. Schoko-McCarrolls mir zu organisieren. Jetzt noch so als, wie soll ich sagen, kleine Nachspeise, könnte man dazu sagen. Und nachdem Sandra inzwischen jetzt beim Bitterello ist, ich zeig das ganz kurz mal her. Ja, das hat keine 10 Sekunden gedauert, als ich aus dem Auto raus war. Habe ich mir aber allerdings gedacht, ich zeige euch mal ganz kurz das Auto, in dem ich sitze, weil wir haben uns ja ein Auto ausgeborgt für die Zeit, wo meins beim Service ist. Und das ist ein neuer Seat Leon und ich muss echt sagen, ich bin ziemlich überrascht. Das Auto ist eigentlich recht cool. Ja? Ich zeige das ganz kurz mal her. So, das ist die Beifahrerseite, da haben wir das Display und hier natürlich die ganze Fahrergeschichte. Ja. Und vor allem Augenblick möchte ich legen auf dieses Display. Ich finde das richtig, richtig geil. Neben den normalen Knöpfen, wo man eben so gepflegt herumdrücken kann, ja, bis hin eben zum Telefon, ja, diese ganzen, ich will eigentlich nichts hören, ja, diese ganzen Geschichten, hat das Ding auch so ein eingebautes Navigationsgerät. Also das schaut auch ziemlich cool aus und vor allem, das Ding hat Touchscreen. Ich bin total begeistert, das Ding hat einfach mal Touchscreen. Ja? Ich kann auch mal dumm klicken, das macht mir total viel Spaß. Ja? Car Setup, also alles mögliche, was ich da natürlich finde. Und unter anderem, dazu muss ich glaube ich jetzt nochmal starten, oder? Kann ich das irgendwie einstellen? Wurscht. Ja, wir starten nochmal. So. Genau. So, das ist der Park Pilot. Ja? Ich bin es ja gewohnt, ich habe auch eine Einparkhilfe, aber das ist ziemlich geil. Ich lenke jetzt mal ein bisschen und ihr seht, was da passiert. Ich zoome das vielleicht ganz kurz ein bisschen, dass man das noch genauer sieht. Der zeigt mir also auch an, wie der Ausschlag vom Auto ist, je nachdem, wie ich hier den Lenkeinschlag mache. Und dann natürlich ganz normale Parksensoren auch drinnen. Das ist relativ geil gemacht, muss ich sagen. Mir macht das richtig viel Spaß, das Auto. Für das, dass das nur, und das hat mich ziemlich überrascht, nur so um die 20.000 Euro kostet. Also nur unter Anführungszeichen, aber für so ein Vorführauto 20.000 mit Navigationsgerät und allem. Ich habe das richtig geil gefunden. Macht auch recht viel Spaß, hat 120 PS Benziner, macht auch durchaus Spaß zum Fahren. Ist natürlich jetzt mit dem Audi A5 nicht vergleichbar, aber insgesamt echt in Ordnung. Also das Auto ist richtig cool. Und ja, für jeden, den es mal interessiert, macht mal eine Probefahrt. Das ist echt richtig in Ordnung zum Fahren. So, ich werde jetzt noch geschwind meinen Schoko-Cookie-Frappé essen. Ja? Und beziehungsweise, ich zeige euch mal das Auto von draußen, glaube ich. Ja? Ich zeige euch mal ganz kurz das Auto von draußen. So. Die Tür ist übrigens auch, der Griff ist ziemlich geil. Ja? Sehr futuristischer Griff. Wir steigen jetzt ganz kurz aus. Ein rotes Auto. So. Zoomen hier auch ein bisschen, schauen Sie das Auto mal an. Also alles in allem ein richtig geiles Teil. Ja, kann ich echt nur weiterempfehlen, da mal reinzuschauen. Hat sogar mir Spaß gemacht und ich habe sogar Platz, ja, mit 1,97. So, Schoko Cookie Frappé Inc. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte von dem Schoko-Cookie-Frappé, ja, eliminiert und ich glaube, ich leide an einem Zuckerschock. Das Ding ist ja so süß. Es ist unglaublich, also es ist echt gut. Ja, ich weiß nicht, ich denke, in Deutschland wird es auch die McCafés geben und wer die Schoko-Cookie-Frappés schon mal probiert hat, die sind richtig süß, aber richtig gut.
Ich könnte damit echt leben. Und ich versuche gerade die Zeit hinauszuzögern, die ich noch habe, um wie gesagt in den Pitarello hineinzuschauen. Ja, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Da ist er. Die Zone des Todes, wie ich es nenne. Ich freue mich überhaupt nicht drauf, weil Sandra auch noch, wie man hergefunden sich gemeint hat, ich habe noch 150 Euro Gutscheine. Ja, und hat sich schon so gezittert wieder. Ihr kennt ja das Zittern inzwischen in ihrer Stimme. Und das wird richtig, richtig mühsam werden. Die wird da ewig unter Tage durchlaufen. Deswegen zöge ich das jetzt mit meinem Schoko-Cookie-Frappé so lange raus wie möglich. Werde aber dann wohl oder übel nachstapfen müssen. Und ja, no need eigentlich. Nicht so wirklich. Ja. Was ich jetzt gerade gelesen habe, vorher bei Mackie, war Deutschland-Österreich spielt. Ja, am Freitag ist ja das große Match in München, Deutschland gegen Österreich. Und da wird wieder diese alte Fehde gerade wieder hoch. Ja, von wegen, wir haben euch einmal geschlagen und sind eigentlich total super. Not. Ich bin wieder mal gespannt, ob wir dann am Ende sagen würden, wir haben gut gespielt, aber trotzdem verloren. Das ist so der Klassiker in Österreich, wenn wir gegen Deutschland spielen. Und am Freitag, denke ich, werde ich auch nicht streamen, ja, weil da muss ich mir natürlich auch Fußball anschauen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele andere, weil es schon ein Klassiker ist, der da geschaut werden muss. So, ich eliminiere jetzt meinen Schoko-Cookie-Frappé und dann gibt es ein paar Aufnahmen von Pitarello. Juhu. Ich hoffe, ich brauche nicht mehr zeigen. Wir suchen jetzt mal Sandra. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe sie. So viele Schuhe. Es sind ja erst 5 Kartons, ja. Ich werde jetzt einmal ein bisschen beim Tragen helfen, wollen ja gentlemanartig sein, ja. Brauche ich nicht mehr zeigen? Ich habe nicht. Auto wieder abgeholt und jetzt geht's wieder zu Sandra. Die habe ich nämlich zwischenzeitlich abgeliefert bei meinem Bruder. Das heißt, die ist jetzt, während ich gemütlich mein frisch gewaschenes Auto gerade jetzt vom Service geholt habe, muss sie sich beim Zahnarzt herumquälen. Und ja, der alljährliche Putz ist erledigt. Ja. Ich bin ja ein Autowaschmuffel und ich bin deswegen dementsprechend sehr, sehr froh, dass das Auto endlich wieder mal sauber ist. So, wir sind gerade am Heimweg vom Zahnarzt, das heißt technisch gesehen habe ich ja Sandra nur geholt, aber Sandra ist am Heimweg vom Zahnarzt. Und nur damit ihr euch einen Eindruck der leidenden Person machen könnt, schwenke ich mal rüber zu ihr. Willst du dir nicht ein bisschen den Mund halten, vor Schmerz verzerrt das Gesicht verziehen? Mhm. Ja? Komplett leidend, ja? Total fertig, am Ende möchte ich fast sagen. Und ich habe das Versprechen abgerungen, dass ich heute Kässpätzle bekomme. Ja, wenn ich den Tag überleben sollte, kriege ich Kässpätzle. So, wie gesagt, wir sind gerade am Heimweg. Dementsprechend werde ich dann mal diese gesammelten Aufnahmen an unseren Pascal schicken, der mir versprochen hat. Was machst du? Warum haltest du das jetzt? Geh weg jetzt, das gibt's ja nicht. Ich habe Angst, dass dich einbaust. Aber gar nichts. Ja. An unseren Pascal schicken, die ganzen gesammelten Werke. Und der soll einen Vlog davon erstellen. Ich bin ja mal gespannt, ob das schon an Material reicht. Das ist ja mein erstes Mal, wo ich mit einer Handycam das Ganze probiere. Im Gegensatz zum ersten Vlog, das ich von zu Hause von der Webcam aufgenommen habe. Ich bin auch ob der Qualität ziemlich gespannt, ob es gut ist und natürlich eure Resonanz. Ob wir sowas weitermachen sollen und in welcher Form wir es weitermachen sollen. Verabschieden bzw. für den heutigen Tag mal das Ende der Aufzeichnungen gewährleisten, tue ich aber allerdings trotzdem mit diesem Blick. Das ist einfach zu göttlich. Ja? Bis dann!